ist, ich bin gerade darauf hingewiesen worden von der Polizei, ein Schal oder ähnliches. Also ich soll noch mal konkret ansagen, dass es sich um einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz handeln muss. So, als nächsten Redner haben wir den Direktkandidaten für Dresden 2, Bautzen 2. Das ist der Herr Halas. Er ist sehr naturverbunden und ich gehe mal davon aus, dass er darüber dazu auch spricht. Und vor allen Dingen ist er freiheitsverbunden. Freiheitsverbunden sind wir alle. Ja, hallo Dresden, mein Name ist Andreas Halas. Lieber Carsten, vielen Dank für die wunderbaren, warmen Worte. Könnte man auch als Heiratsantrag interpretieren. Carsten hat es gerade gesagt, ich bin Direktkandidat für den wunderschönen Wahlkreis Dresden 2, der bis Bautzen reicht, das heißt von Niederwartha bis Groß-Röhrsdorf oben im nördlichen Sachsen. Sind 240.000 Haushalte, die es am 26. September zu erobern gilt. Ich denke, das sollte und wird uns gelingen, vor allen Dingen mit Ihrer und eurer Hilfe. Ich stelle mich kurz vor, vielen Dank, mein Name ist Albrecht Andreas Halas, ich bin 59 Jahre alt, ich bin hier aus Dresden, aus Kossebaude, verheiratet, drei Kinder, Schäferhund haben wir auch, Bauernhof und das Naturverbundene, der Carsten sprach es bereits an, das ist tatsächlich an dem, dass meine Frau und ich der Meinung sind, dass Naturschutz ein ganz, ganz wichtiges Kriterium sind, was wir vor allen Dingen nicht den verlogenen Grünen überlassen dürfen, denn grüne Politik ist genau das Gegenteil von Naturschutz. Ja. Heute, ich weiß nicht, ob es jeder schon mitbekommen hat, beginnt die sogenannte Ausgangssperre, die im Bundestag beschlossen wurde. Die AfD und andere Parteien haben ja dagegen gestimmt. Auch das ist bekannt. Ich weiß nicht, ob auch bekannt ist, dass der Strafsatz, der jetzt erhoben wird, wenn man draußen erwischt wird, sich von bisher 250 Euro auf 2.500 Euro erhöht. Das heißt, wer nachts der Meinung ist, er muss vielleicht noch mal... Das ist aber noch nicht alles. Also Geld wäre ja möglicherweise dann vielleicht vor Gericht dann auch noch mal streitig und man könnte dann vielleicht noch Recht bekommen. Es droht aber sogar Gefängnis. Das heißt, wer jetzt nachweislich mit jemandem unterwegs ist, der dann möglicherweise Corona hat, wird einem dann unterstellt, er hätte ihn angesteckt, droht Knast. Also das sind Zustände, die es in diesem Land momentan gibt, die hatten wir, glaube ich, seit 1945 nicht mehr gehabt. Unser Volk wird behandelt wie Zootiere. Wir werden nachts weggeschlossen und das, liebe Freunde, sollten wir uns nicht gefallen lassen. Ich habe mir heute nochmal vor dieser Veranstaltung die Mühe gemacht und mich im Internet nach den aktuellen Sterbezahlen, und zwar den täglichen Sterbezahlen, erkundigt. Und zwar seit 2016. Wir haben jetzt 2021 und wer das nachprüfen möchte, es geht also nicht um irgendwelche Aluhutseiten, sondern es geht um das Statistische Bundesamt und sich die Tabellen anschaut, der wird feststellen, dass seit 2016 bis heute, und zwar bis Mitte April diesen Jahres, die täglichen Sterbezahlen, die man nachschauen kann, also täglich sterben in Deutschland seit 2016 von 2.500 bis 3.500 Menschen, hat sich in keinem Tag im April hat sich diese Zahl bisher erhöht. Wie gesagt, alles nachprüfbar und deswegen wird ein ganzes Land quasi weggesperrt. Liebe Freunde, das muss ein Ende haben und das kann nur ein Ende haben, wenn wir zusammenhalten, wenn wir uns darauf konzentrieren, hier das Ruder herumzureißen. Cool. Ein weiteres Thema, was ich noch gerne ansprechen möchte, jeder hat bestimmt auch mitgekriegt, die Aktion von 50
Schauspielern, deutschen Schauspielern, die mit Satire versucht haben, den Leuten deutlich zu machen, was hier für ein Schwachsinn stattfindet. Und wir haben auch mitgekriegt, hat sicherlich jeder mitgekriegt, dass der Medienansturm auf die Leute so groß war, dass sie jetzt schon wieder einen Rückzieher machen. Beispielhaft sei genannt die Frau Volkerts und die Frau Makatsch. Letztere hat ihren Austritt aus dieser ganzen Gruppe erklärt, hat sich entschuldigt. Und ich glaube, auch das spricht Bände, wie die mentalen Zustände in diesem Land inzwischen verkommen sind. Man darf seine Meinung einfach nicht mehr sagen, ohne von den Medien und deren Wächtern aus der Politik quasi so stigmatisiert zu werden, dass man um seine berufliche Existenz fürchten muss. Ich darf noch mal das Beispiel von der Oma und der Umweltsau im WDR erinnern. Da gab es zwar auch einen Shitstorm, aber er blieb konsequenzlos. Im Gegenteil, die haben nochmal nachgelegt. Also hier herrscht auch eine Zweiklassenberichterstattung. Wir sind die Bösen, obwohl wir eigentlich die Guten sind. Zum Schluss möchte ich noch mal ganz kurz auch darauf hinweisen, wie sich unsere AfD in Sachsen inzwischen zum Positiven entwickelt hat. Also wer die Umfragen relativ häufig verfolgt, wird feststellen, dass wir uns der 30%-Marke nähern. Jawohl. Das ist auch das erklärte Ziel unseres Landesverbandes. Wir haben ja als Zielmarke diese 30% ausgegeben. Wir werden schauen, was die CDU macht. Ich bin sehr optimistisch und ich denke, ihr teilt das mit mir, dass die CDU, die derzeit ein äußerst jämmerliches Bild abgibt, auch in Sachsen ihr Fiasko erleben wird. Herr Söder hat heute nochmal Herrn Laschet öffentlich angegriffen. Das heißt, die zerlegen sich gerade vom Allerfeinsten. Es gibt auch in der sächsischen CDU Tendenzen, die das abzeigen. In dem Sinne wünsche ich uns, dass wir zur Bundestagswahl am 26. September hier ein hervorragendes Ergebnis hinlegen werden. Ich bin sicher, es wird uns gelingen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja.